Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir gemeinsam den neuesten Shader für die Version 1.7.2 plus Minecraft Forge plus Optifine installieren. Und zwar habe ich hier kurz ein paar Beispiele für euch für die Volumetric Clouds bei den neuen Shaders. Die Bilder habe ich gestern gemacht. Ja, sprechen eigentlich für sich, sind richtig geil. Ersteller von ihnen ist Sonic Ether. Und wie immer für das Video, alle Links sind in der Beschreibung. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Ich habe hier da so einen schönen Ordner zurechtgelegt mit den ganzen Dateien, Forge, Shader Packs, Optifine und Too Many Items. Das aber später wir eigentlich rausschmeißen, weil das noch nicht für 1.7.2 kompatibel ist. Das sehen wir aber gleich. Das weiß ich jetzt schon natürlich, weil ich halt eben später das schon aufgenommen habe, alles und jetzt noch die deutsche Version dazu mache. Und da habt ihr gerade gesehen, ja, ich wollte Forge starten mit Doppelklick und installieren. Dabei müssen wir aber erst die Version 1.7.2 runterladen. Dazu geht ihr einfach auf Edit Profile und wählt anstatt Use Latest Version oder welche Version auch immer 1.7.2 aus. Könnt auch ein neues Profil anlegen, wie auch immer, und klickt auf Play, damit halt eben jetzt 1.7.2 runtergeladen und installiert wird. Dann müsste nämlich die ganze Datei neu bereinigt sein. Jo, und wenn das geschehen ist, dann gehen wir gleich wieder zurück zu 1.7.2, zum Ordner und machen einen Doppelklick auf Forge. So, genau, 1.7.2 ist installiert. Einfach Doppelklick auf Forge machen. Doppelklick auf Forge. Habe ich noch ein bisschen was erklärt, ja. Genau, mit den Shader Packs, ja, die habe ich da drinnen. Aber wir wollen jetzt auch nicht weitermachen. Ja, Texture Pack ist gut jetzt. Ah, okay, jetzt hat er es erst gestartet. Gut, dann könnt ihr eigentlich gleich wieder auf Quiet Game gehen. Dann ist 1.7.2 runtergeladen und geht auf Forge. Dann klickt ihr auf Ja und Install Client. Dann drückt ihr auf OK und es installiert. Ja, by the way noch, Volumetric Clouds war eigentlich nicht festgestanden, ob das jetzt in die Version für die 1.7.2 rauskommt mit dem neuesten Shader Pack, was eigentlich nur Re Review ist eigentlich, um ein bisschen dem Sonic Feedback zu geben. Aber ja, es geht halt schon für die 1.7.2, genauso für 1.6.4, 1.6.2 und so weiter. Aber wir wollen es ja auf der neuesten Version. Genau. Dann startet ihr wieder einmal unseren euren Minecraft-Launcher. Klickt das Forge-Profil an und auf Play. Dann hat er unten rechts, aha, erkennt er hier 1.7.2 Forge installieren. Und dann müsste Forge eigentlich auch schon installiert sein, wenn unten links gleich es angezeigt wird. Genau, Minecraft 1.7.2 Forge. So, dann könnt ihr gleich wieder Quiet Game machen und beenden und zu einem Roaming-Ordner gehen. Den findet ihr mit Prozent, AppData, Prozent unten links in der Suchleiste oder bei Windows 8. Ihr klickt einfach auf die Windows-Taste und gebt Prozent, AppData, Prozent ein. Jo, dann nehmt ihr euer Optifine und schiebt es in den Mods-Ordner rein und klickt wieder auf Start. Und dann müsste bei Mods auch gleich Optifine installiert sein. Genau, Optifine 1.7.2 HD Version C2 habe ich ja genommen. So, dann können wir gleich mal eine Welt generieren und gucken, ob Optifine installiert wurde. Das seht ihr dann, wenn ihr auf Optionen geht und da neue Buttons hinzugekommen sind. Gut, also wir sind jetzt in Minecraft Options. Dann seht ihr gleich bei Graphic Settings oder Video Settings, aha, Animations, Details, neue Sachen, also zu denen ich gleich dann später komme. So, dann könnt ihr auch schon wieder das beenden, zu einem Ordner gehen und den Shader installieren. Dazu tut ihr einfach die Shader-Modcore-Datei in euren Mod-Ordner reinschieben oder kopieren, wie auch immer. Da Mods-Ordner, genau.
Und rein damit. Ich habe da jetzt noch too many Items reingehauen. Da sehen wir aber gleich, dass es nicht laufen wird und Minecraft wird crashen. Und. Jawohl, gecrashed. Ist halt noch nicht kompatibel mit 172, too many Items. Aber ihr könnt ja auch eine Kreativwelt erstellen und dann so rumfliegen, falls das das Wichtigste ist. Genau, löschen und dann einfach starten nochmal. Ja, und das war's eigentlich hauptsächlich mit Shader. Also Sonic Aether Unbelievable Shader installiert. Jetzt wollen wir noch ein Shader Pack haben, deswegen gebt ihr einfach bei Optionen auf Shaders und seht, dass da schon zwei drin sind, die sind allerdings leer. Dann geht ihr auf Open Shader Pack Folder, geht auf den Desktop, wo ihr euren Ordner angelegt habt mit den ganzen gedownloadeten Dateien. Jawohl, nehmt die zwei, also in dem Fall eigentlich eine, die SEOS Version 10.1 Preview und schiebt die in euren Roaming-Ordner. Oder kopiert sie, macht nochmal Open Shader Pack Ordner, dann öffnet er den und kopiert sie da rein. Genau. So könnt ihr schon mal auswählen, dann seht ihr schon, aha. Shader sind drinnen, Sonne sieht geil aus, Wolken ist noch ein bisschen buggy, aber die entfernen wir dann gleich, wenn wir die Wolken aktiviert haben. Weil wir müssen sie erst aktivieren, dazu geht ihr wieder zu eurem Shader Pack, also Minecraft, .Minecraft, Shader Packs und auf SEOS. Öffnet es mit WinRAR oder einem anderen Dateiformat, was ZIP öffnen kann. Nein, ein Programm, was ZIP-Dateien öffnen kann, so rum. Doppelklick, Editor öffnen. So. Und da geht ihr dann bei Bearbeiten auf Suchen und sucht nach slash slash calculate clouds. Da kommen wir gleich zu einer Zeile. Hier calculate clouds, final composite. Ah, das ist die falsche. Oder, na doch, das ist sogar die richtige, ja. Und entfernt einfach die zwei Slashes davor, dann werden die aktiviert. Ihr habt allerdings ein Problem, wenn ihr das jetzt startet. Zwar werdet ihr gleich sehen, da habt ihr so ein, ja, so, wie sagt man, so Punkte in den Wolken. Die Wolken bestehen aus groben Punkten. Aber das seht ihr gleich. Und das sieht dann noch nicht so geil aus. Also meiner Meinung nach, wer drauf steht, kann es sehr gerne verwenden. Aber ich finde es nicht so geil. So, da könnt ihr mal euer Shader Pack auswählen. Ich habe jetzt gleich das schon mit den Punkten entfernte hergenommen. So sollten die dann zum Schluss aussehen. Und die Wolken könnt ihr einfach ausschalten, indem ihr auf Details geht, in Grafikoptionen und einfach ganz oben Clouds auf Off geht. Oder klickt, genau. Dann habt ihr nur die Volumetric Clouds oder volumetrischen Wolken, wie auch immer. Genau, und so sollte das dann zum Schluss aussehen. Ihr solltet jetzt da so ein paar Punkte haben. Und da geht ihr dann einfach wieder in einen Roaming-Ordner. Das werden wir auch gleich machen. Hoffe ich mal, dass ich da nicht so lange rumgeredet habe. Der englischen Version. Ja, genau, jetzt gehen wir zu unserem Roaming-Ordner. Minecraft Shader Packs öffnen das wieder. Shaders Composite FSH und suchen jetzt nach Float Ray Increment. Glaube ich, heißt es. Float Ray. I reicht eigentlich, da müsste der eigentlich schon suchen. Ja, natürlich auseinander, glaube ich. Leerzeichen hinter Float und dann Ray und großes I. Kleines R. Auch noch nicht das Richtige. Auch noch nicht das Richtige. Ist noch ein I dahinter. Komm schon. Jawohl. Da. Float Ray Increment. Da habt ihr die 0,05f dahinter. Je kleiner ihr jetzt die Zahl macht, umso mehr Details fügt ihr hinzu. Also ihr könnt da jetzt 0,025 draus machen. Oder 0,02 oder 0,03. Wie auch immer. Der negative Effekt dabei ist allerdings, dass dadurch auch die Frames nach unten gehen. Ein guter Rechner, da könnt ihr es wirklich runter, richtig weit runterstellen.
Wenn ihr nicht so einen guten habt, dann lieber mal die Hälfte. Das müsste genügen, rein theoretisch. Jo. So, dann haben wir jetzt Optifine, Forge und Zeus mit Volumetric Clouds drinnen. Dann habe ich hier noch ein paar Beispielbilder, vor allem bei Nacht, wie ihr hier seht, und Regen einschaltet, dann sieht es wirklich richtig geil aus. Jo, aber auch bei Tag natürlich, genau. Dann noch was Spezielles, 1.7.2 Shader Packs unterstützen auch Bump Mapping, Texture Packs. Deswegen kommen wir hier gleich zu den Texture Packs. Da wollte ich versuchen, das Bump Mapping Texture Pack von John Smith da hineinzufügen. Geht allerdings gerade nicht, weil ich nicht beachtet habe, dass ich das Texture Pack natürlich auch für die 172 brauche mit Bump Mapping. Seht ihr auch gleich, dass ich da ein bisschen gefailt habe. Wenn ihr das auswählt, dann wird nämlich auch wieder Minecraft crashen. Das habe ich dann gleich zweimal versucht. Aber in der Zeit kann ich euch ja ein bisschen was zu Sonic erzählen. Sonic arbeitet derzeit noch an den Wolken weiter, weil die noch nicht perfekt sind. Er hat zum Beispiel, wenn die durch Gebäude fliegen, dann sieht es wirklich ein bisschen buggy aus, als würden sie wirklich ganz durchfliegen. Das will er noch entfernen. Dann arbeitet er noch zurzeit an dem Wasser. Das will er verbessern. Und ja, eigentlich ist es somit einer der besten Typen, die ich kenne für Minecraft, die also Minecraft-Sachen entwickeln. Und ich würde mir eigentlich endgern wünschen, wenn der mal ein bisschen hier zu Mojang mal anschreibt oder so, oder mit die mal in Kontakt treten, was sie mit Sicherheit schon gemacht haben. Und es wäre halt endgeil, wenn der da ins Team aufgenommen werden würde. Was ich allerdings wiederum nicht glaube, weil Minecraft halt einfach Minecraft ist und nicht Minecraft-Grafik. Schieß mich tot. Ich glaube, die wollen da immer noch halt ihr Default aufrechterhalten. Wenn natürlich jetzt jemand wie Sonic um die Ecke kommt. Ja, spricht für sich, würde ich sagen. Der verändert es halt schon sehr stark. Was natürlich für Trailer und meine Sachen, die halt ich mache, natürlich vom Vorteil ist. Ja, da habe ich dann versucht, hat er nicht übernommen. Wie schon gesagt, weil ich das Texture Pack halt nicht für 1.7.2 hatte. Jo, das wäre es dann eigentlich größtenteils gewesen. Ich danke fürs Zuschauen und ich werde jetzt gleich noch dann ein Fenster machen, ein paar Bildern zeigen, wo ihr zum letzten Tutorial kommt, und zwar wie man Camera Studio Mod für Minecraft installiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus!